Hallo, mein Name ist Karl Sachsenheimer. Ich bin bei der Firma Blocher für den Geschäftsbereich Gemüse und Ziergarten verantwortlich. Ich möchte Ihnen heute mit einem Kurzbeitrag erklären, wie Sie mit unseren Produkten für einen optimalen Start in Ihre Gartensaison bekommen. Vor allen Dingen wende ich mich an die vielen Haus- und Kleingärtner, die ihr Gemüse selbst ziehen, ihre Blumen umtopfen oder ihre Häuser mit den vielen Balkonkästen, mit den vielen schönen Blumen verschönern. Um einen optimalen Start für Ihre Pflanzen zu erreichen, verwenden wir die Blocher Bodenbelebung 1, 2, 3. Jetzt werden Sie sagen, es sind ja vier Mittel. Einmal haben wir 250 Milliliter Melasse. Dann haben wir die Nummer 3, 250 Milliliter Magnesiumsulfat. Und von der Nummer 1 ist Dolomit als Trägermaterial, aber da Dolomit sehr leicht ist, brauchen wir eben 2 mal 125 Gramm Dosen. Und somit haben wir auch wieder 250 Gramm Dolomit. Wir rühren jetzt von diesen drei Trägermaterialien jeweils 20 Gramm an. In lauwarmem Wasser wiegen die uns kurz ab. Ich mache das jetzt mal hier. Einmal Dolomit. Magnesiumsulfat dazu und 20 Milliliter von unserer Melasse. Das Ganze geben wir jetzt in lauwarmes Wasser und verrühren das gut. Lauwarmes Wasser einfach, damit es sich besser auflöst. Sie zu Hause lassen bitte dieses angesetzte Mittel dann über Nacht stehen, damit sich die Informationen besser im Wasser verteilen können. Am nächsten Tag nehmen Sie dann das angesetzte Mittel, geben es in eine Gießkanne, sodass insgesamt ca. 3 Liter Wasser drin sind, und jetzt verteilen Sie diese 3 Liter Wasser in Ihren Sack mit Blumenerde. Diese Blumenerde lassen Sie nun 14 Tage stehen, damit er die Bodenbelebung richtig schön durchziehen kann, und somit haben Sie dann einen optimalen Start für Ihre Pflanzen oder für Ihre Sämereien. Ich habe hier schon mal vorbereitet. Nach 14 Tagen können Sie dann Ihre Pflanzschalen mit Erde befüllen. Drücken Sie die Erde gut fest und nehmen einfach den Zeigefinger, machen kleine Löcher, in die Sie nachher die Samen hineinlegen. Das Schwierige ist jetzt jeweils nur ein Samenkorn pro Loch, pro Pflanzloch da reinzubringen. Man kann das auch mit einer Pinzette machen, aber in der Zwischenzeit habe ich so viel Übung, dass es eigentlich problemlos geht. So, nachdem die Samen eingelegt sind, nehmen wir unser Blocher Pflanzenhilfsmittel zur Hand und
gehen ganz leicht, pudern ganz leicht über den Samen drüber. Und damit haben wir dann eine Beizung von dem Samen erreicht, sodass die Samenkörner wesentlich besser auflaufen können. So, das reicht schon. Ganz leicht überpudern. Anschließend drücken wir mit der überschüssigen Erde die Samen etwas an. Und anschließend gießen Sie Ihre Samen an, damit Sie ordentlich quellen können, und nach ca. 8 Tagen, 5 bis 8 Tagen, dürfte Ihr Samen auflaufen. Hier habe ich bereits aufgelaufenen Samen, das ist Salat. Hier habe ich im Gegensatz zu den Pflanzschalen habe ich Erdpressballen gemacht und den Samen in Erdpressballen gelegt. Ab dem zweiten bis dritten Blattstadium können wir dann weiter unsere Pflanzen stärken, und zwar mit dem Blocher Pflanzen und mit Blocher Aktivblatt. Und hier gehen wir ganz einfach vor mit den Angaben auf der Dose. Bei Zierpflanzen 2 bis 10 Gramm, 2 Gramm für 10 Liter Wasser. Das reicht also auch hier für diesen Salat. Wir brauchen natürlich hier viel weniger, weil wir nicht so viel da reicht 1 Gramm, und von dem Aktivblatt nehmen wir eine Spritze zur Hand und ziehen uns einen Milliliter raus und geben den ins Wasser rein. Und rühren das gut um. Ebenfalls auch hier wieder über Nacht stehen lassen. Und am nächsten Tag geben Sie diese Flüssigkeit in eine Drucksprühflasche. Das ist hier bereits vorbereitet. Und damit können Sie dann alle 14 Tage Ihre Jungpflanzen einfach übersprühen. Das hat zur Folge, dass einmal eine bessere Bewurzelung stattfindet, Sie mehr Blattmasse bekommen und bei Blütenpflanzen Sie wesentlich mehr Blüten und beim Gemüse dann entsprechend mehr Früchte erhalten. Und dann einfach drüber sprühen. Und das war's schon. Diesen Vorgang sollten Sie alle 14 Tage vornehmen, und dann haben Sie ein Optimal für Ihre Pflanzen und Blumen. Das war's für heute. Dankeschön.